Hallo Vicky, mein Name ist Josef Huber und in dieser Playlist stelle ich verschiedene Exoskelette vor. Das mache ich für das Projekt Expertise 4.0. In diesem Projekt stellen wir uns die Frage, können Exoskelette einen Beitrag dazu leisten, die Rückenbelastung in der Pflege zu senken? Das ist das Soft Exo von Unique. Das ist ein passives Exoskelett, es ist elastomerbasiert, es hat einen verstärkten Rücken und nimmt Kraft von der Hüfte bis zum Knie auf und speichert diese beim Bücken oder Beugen in einem Elastomer zwischen und gibt diese bei der Entlastung wieder zurück. Das ist das Raconi von Nipin. Es ist ein passives Exoskelett, das elastomerbasiert ist. Es nimmt die Kraft zwischen Schulter und Knien auf. Immer dann, wenn ich mich beuge oder in die Hocke gehe, wird das Elastomer gespannt, speichert die Energie zwischen und gibt die Energie wieder ab, wenn ich mich aufrichte. Das ist das Levo in der Version 2.56 von Levo. Es ist ein passives Exoskelett, das basiert auf einer Gasdruckfeder. Es nimmt Kraft zwischen Brust und Oberschenkel auf und speichert diese in einer Gasdruckfeder zwischen. Wenn ich in die Hocke gehe oder mich beuge, wird die Gasdruckfeder vorgespannt und gibt die Energie wieder ab, sobald ich mich aufrichte. Das ist das Cray X von German Bionic. Das ist ein aktives Exoskelett. Aktiv bedeutet, dass Energie von außen zugeführt wird, in diesem Fall über einen Akku elektrische Energie. Die Kraftunterstützung erfolgt immer dann, wenn ich den Rücken aufrichte oder in einem speziellen Fall auch, wenn ich den Rücken halten muss. Die Kraftübertragung erfolgt zwischen Rücken und diesen Servomotoren. Das ist der Überblick über die Exoskelette, die wir im Projekt Expertise 4.0 nutzen. Die Details sammeln wir in einer Playlist. Wie immer gilt, Vicky weiß nicht alles. Aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.